wie ihr wünscht. Nö, das Problem haben wir nicht. Wir werden es ihr wegnehmen. Dafür habe ich nämlich extra Marcus genommen. Eintrop-Fernkämpfer wäre halt noch schön. Ja, einer ist am Arbeiten. Also ja, wir haben Zeit, bis Quimps Sabbat den Sektor noch erobert. Ja, ich finde, die große Mutter hat auch ein ziemlich cooles Dorf eigentlich. Mit ihrem eigenen persönlichen Wald. Auch wenn das meiste Käsereien, Bäckereien und so sind. Naja gut, bei uns ist auch alles irgendwie ein Produktionsgebäude. Kuhfarm und so. Ich hätte es cool gefunden, wenn man auch die Wikinger hätte spielen können als Volk in manchen Missionen. Und nicht immer nur unsere Siedler hier. Bogenschützen. Alles klar. Weil es ist wirklich einfacher, das Territorium Crimson Sabbat abzunehmen, als es selber zu erobern. So, wir haben auch unser Maximum an Truppen bereits erreicht. Sofort. Wir sollten das Lagerhaus mal ausbauen. Ja, und jetzt brauche ich im Augenblick hauptsächlich Holz, um, ihr wisst schon, die Fischerhütten zu bauen. Ah. Verstanden. So, setzen wir mal meine Armee auf die Lauer, damit wir Crimson Sabbat das Territorium abjagen können. Und ja, es gibt noch kein Zeitlimit für die Mission, weil Crimson Sabbat eben das Territorium noch nicht eingenommen hat. Ja, der kehrt ziemlich putzig. Crimson Sabbat hat das einzige Territorium mit Fischgründen eingenommen. Wir werden es uns zurückholen müssen. Alles klar. Mhm. Alles klar. Das sollte kein Problem sein. Vorwärts! Ich kann meine Soldaten mit Fackeln versorgen, wenn sie in der Nähe sind. Jawohl. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. So, wir haben den gegnerischen Marcus, jawohl, der eigentlich Crimson Sabbat sein sollte. Besiegt. Zum Angriff! Wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. Verstanden. Wie ihr wünscht. Wir haben ein Territorium sofort eingenommen, wie ihr wünscht. Ei, alles klar. Dieses Land gehört nun uns. Lasst uns Fischerhütten bauen. Wir werden sie gegen Crimson Sabbat verteidigen müssen. Ja, das ist ja nicht das... Das Territorium ist unser. Wir müssen es gegen Crimson Sabbat verteidigen, um die benötigten Fische zu fangen. Ihr habt also die Fischgründe eingenommen. Dann werde ich sie euch wohl entreißen müssen. Sofort. Sofort. Jawohl. So. Unsere Bogenschützen auf den Außenposten, damit sie ihn erstens reparieren und zweitens sichern.
eher müsst nachgerüstet werden. So, da kommen die Fischer. Also ja, jetzt haben wir Zeit für die Mission. Die Burg mal ausbauen, dass wir doch mehr Militär holen können. Noch ein oder zwei Trupp Bogenschützen wäre nicht schlecht. Nahrung und Kleidung sind jetzt mittlerweile gut vorhanden, auch wenn uns bald das Getreide wieder ausgehen dürfte. Da kommt schon Crimson Sabbats Gegenangriff. Oh, der ist sogar ziemlich stark. Ei! Sofort! Aber wir haben Glück, dass wir auf unserem Territorium kämpfen. Angriff! Auf euren Befehl! Wir werden angegriffen! Sofort! Ihr habt also die Fischgründe eingenommen. Dann werde ich sie euch wohl entreißen müssen. Ja, und im Augenblick können wir uns halt nicht leisten, Truppen wieder zurückzuschicken, sondern wir müssen direkt Truppen ausbilden und sie hinschicken. Eine Eisenmine wird bald erschöpft sein. Ach, wie sieht eigentlich unser Steinbruch aus? Der Steinbruch sieht besser aus als die Eisenmine, wahrscheinlich weil die Eisenmine näher am Lager ist. Fischgründe upgraden, also Fischerhütten. So. Wie ihr wünscht, alles klar. Könnte halt das Territorium zwischen meinen beiden einnehmen und die Straße setzen, dass das schneller geht. Wir werden angegriffen! Oh, jetzt greifen sie von unten an, diese Mistkerle. Wie ihr wünscht. Angriff! Nicht aufgeben! Auf euren Befehl. Schon unterwegs. Ei. Verstanden. So, die könnte ich mal zurückschicken. Schon unterwegs. Sofort. Schon unterwegs. Verstanden. Jawohl. Jeweils noch einen Trupp ausbilden und zur Verstärkung. Jawohl! Nach unten schicken. Oh, der erste Fisch kommt schon an. Sehr gut. Also der erste Fisch wird ausgeliefert, besser gesagt. Aber das wird nicht reichen. Wir brauchen ja 8 und kriegen jetzt gerade mal 6. Und ja, ich hätte 3 Fischerhütten hier unten bauen können, aber der Platz ist dann nicht so ganz ausreichend. Die sind ja schon ein bisschen größer. Nahrungsknappheit baut sich an. Ja, das ist auch nicht so schön, eben. Brauchen wir halt doch noch eine Metzgerei. Wenigstens ist die Mission aber auch bald geschafft.
So. Euch nachrekrutieren. Der Steinbruch wird bald erschöpft sein. Okay, der Steinbruch wird auch bald erschöpft sein. Ah ja, wir brauchen keinen Stein mehr und auch kein Eisen mehr wirklich. Naja, komm. Geben wir der Kirche auch noch ihren letzten Anstrich. Ich warte auf eine Gelegenheit zur Predigt, sagt der Priester. So, die ersten 6 Fische wären da. Aber wie gesagt, wir brauchen viel mehr Fisch. Eine Eisenmine ist erschöpft. Mhm. Das sind da wenigstens 3 Humpenmeiler weniger, die wir stopfen müssten. Mal sehen, wann Crimson's Rabatt mit ihrem dritten Angriff kommt. So, jetzt sollten wir aber hoffentlich genug Metzgereien haben, um unsere Nahrungsversorgung zu holen. Und ja, dieser Sektor hier ist dank der Geysire wenigstens vom Winter nicht betroffen. Das müssen wir jetzt eh den ganzen Winter durchwarten, bis wir... Ah ja, da kommt der restliche Fisch. Das ist gut. Und ganz ehrlich, ich kann mal die Geschwindigkeit verdreifachen. Und sobald wir die Meldung kriegen, dass Crimson's Rabatt uns wieder angreifen will. Ihr habt also die Fischgründe eingenommen. Ja. Dann werde ich sie euch wohl entreißen müssen. So, schicken wir den Fisch los. Ein Karren wurde ausgesandt. Ah, eine Lieferung ist unterwegs. Denkt daran, dass dies meine Karren sind. Es steht euch nicht zu, sie zu stehlen. Mal sehen, welcher Karren zuerst hier ankommt. Crimson Sabbat, ich gewähre euch Unterstützung bei eurer Mission. Ich erwarte nichts anderes als einen glorreichen Sieg. Den kannst du vergessen. Ein Steinbruch ist erschöpft. Deinen glorreichen Sieg kannst du vergessen, weil da kommt unser glorreicher Sieg. Meine Ladung Fisch ist nun auch zur großen Mutter unterwegs. Beeilt euch gefälligst, Kutscher. Da kannst du dich lange beeilen. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Gut, dann reißen wir den Steinmetz mal ein. Und da der Fisch ankommt. Es lodert wohl doch etwas Feuer in euch. Ihr wisst, ein Territorium einzunehmen und zu verteidigen, das schätze ich. Ja, Mission gewonnen. Ihr habt eure Stärke bewiesen und ich erkläre euch zum Sieger.
Crimson Sabbat verschwindet aus unserem Land. Dies ist ein wertloser Sieg, seid versichert. Der Macht des Roten Prinzen kann niemand widerstehen. Ihr werdet sie schon bald zu spüren bekommen. Ihr habt ein dauerhaftes Bündnis mit Narlind geschmiedet. Unsere Krieger werden eure Küsten von nun an nicht mehr angreifen. Stattdessen werde ich sie euch zur Unterstützung senden. Das würde ihnen mindestens ebenso gefallen. Hauptsache, sie können was verdreschen, nehme ich an. Gut, Mission gewonnen. Auf zur Endstatistik. Und ja, das Video gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Ich mache hier jetzt schon mal meinen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder.